Ja, tatsächlich, wie der Raphael sagt, also Pinzimonio. Pinzimonio ist eine Kultur, wird in ganz Italien, jeder auf seine Art und Weise gemacht, aber tatsächlich ist ganz simpel, wirklich mit Olivenöl und dann wird entsprechend natürlich gelassen oder mit ein bisschen Fleur de Serre, Fior di Sale, beziehungsweise 2 Tropfen Balsamico oder frische Kräuter, also jeder auf seine Art und Weise. Natürlich wollen wir die klassische Varianten machen, aber wollen wir auch mit meinen Produkten ein bisschen was machen. Und zwar unter anderem, ich komme selber aus der Toskana, wahrscheinlich auch davon gehört. Bruschetta Toskana machen wir auch ein Dip damit, beziehungsweise auch ein Pinzimonio-Art. Und Tapas Picante, das ist eine von meiner Serie, Gewürzmischung, meine Tapas-Serie. Und hier ist die pikante Variante. Später noch mehr dazu. Also tatsächlich ist diese Gewürzmischung, ist die Vielseitigkeit des Produkts, was ich damit machen kann. Und ja, wie der Raphael sagt, mit den Gemüse, saisonbedient, kann man sehr, sehr viel machen. Und das ist bis der Vorspeisen kommt, wird das zum Aperitif genommen.